so, wie ihr seht, rundum sind eigentlich nur Bäume. Und die zwei Dudes da zu meiner Rechten. Es ist eigentlich ziemlich fad gerade, weil wir immer nur gerade ausgehen. Aber mei, irgendwann kommen wir vielleicht an. Ich weiß nicht wie weit, aber ungefähr 5 Stunden, 5,5 Stunden, irgendwie sowas. Ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann an. Vor allem, warum rennen wir jetzt so weit ein? Warum es ist so heiß. Ah, es ist Camping, hallo Leute. Camping, ja, aber das Camping war es einfach vor 5 Stunden. Und die zwei streiten sich schon irgendwie seit 10 Minuten nach dem Weg. Kommt's und ich frage mich gerade, warum ich da eigentlich nicht gekommen bin. Motiviert euch ein bisschen. Aber hey, vielleicht wird es ein bisschen cool. Also, es ist mittlerweile schon ein bisschen kühler geworden und wir sind jetzt schon im tiefsten Wald, wie man sehen kann. Und wir sind, glaube ich, bald da, oder? Ja, da hinten werden wir irgendwas Zeit aufschlagen, glaube ich. Jo, passt. Ja, guter Dank. Und dann machen wir es jetzt zum Essen. Endlich essen. So, also wir sind jetzt mittlerweile da angekommen, wo wir anscheinend übernachten. Und wir sind gerade dabei, dass wir das Zelt aufbauen. Also der Max und der Tom sind dabei, dass sie das Zelt aufbauen. Aber dabei schaut es noch nicht noch so viel aus, wie man sehen kann. Und die Bedienungsanleitung hilft uns auch genau gar nichts. Gutes Gesicht! Also wie man sieht, die Sonne geht unter und es schaut echt nice aus da, oder? Wie sagst du das? Ja, ich präsentiere euch glorreich das Zelt. Jo. Das haben wir jetzt in schweißtreibender Arbeit da aufgestellt, aber ich denke, das wird ganz gemütlich heute in der Nacht. Ja, wird schon passen für die eine Nacht. Ich freue mich auf jeden Fall. Schaff. Also Max, mir ist das ziemlich wurscht, wenn du meinen Partner jetzt rausschneidest, wenn du dann das Filmmaterial kriegst. Aber es ist einfach echt alles geschissen da. Ich habe keinen Empfang, ich sehe nichts. Und ich meine, es ist ja eh voll toll, dass wir da Zeit miteinander verbringen, aber muss das ausgerechnet in einem Wald sein? Ich habe mich alles echt an. Okay. Fuck, was ist das? Alter, was ist das? Fuck! Was ist Cavity? Was tun wir jetzt? Was, ich doch nicht! Alter, schalt die Kamera aus! Du hast deine Ahnung! Ich glaube, mir wird schlecht! Alter, ich kann nicht! Ruf die Polizei an! Hey, Alter, wieso schreit sie so miteinander? Fuck, was ist das? Ruf verdammt nochmal die Polizei an, hab ich gesagt! Ja, ich hab mein Handy im Zelt lassen. Wisst ihr, was das für... Oh, wisst ihr, was das auf YouTube bringt? Das sind Millionen von Klicks. Spielst du? Das ist ein Leichen, du Idiot! Schalt verdammt nochmal der scheiß Kamera und tu was! Lene, jetzt beruhig dich. Ich geh jetzt zurück zum Zelt und versuch, dass ich irgendwie... Hey Leute, ich glaub, der atmet nur.
Elena, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich weiß, ich war ja schon bei ihrer Schwester. Da hat sich die Elsa aber auch schon 2 Tage nicht gemeldet. Wir sollten vielleicht zur Polizei gehen. Da war ich schon. Wann? Und warum erzählst du mir nichts davon? Weil ich mit ihrer Schwester war, heute in der Früh. Aber ganz ehrlich, das bringt nichts. Bei der Julia hat es auch nichts gebracht. Ich rasche langsam echt durch. Jetzt ist Elsa auch noch versprochen. Was ist, wenn du oder ich die Nächste sag? Geh, komm. Nein, wir probieren jetzt diesen Ordnungszauber, den werde ich schon irgendwo finden und dann sehen wir schon weiter. Wir sollten wirklich zur Polizei gehen. Verstehst das du nicht? Sarah, ganz ehrlich, wer soll denn uns das glauben? Wir zwei sind Hexen und irgendein Psychopath verfolgt uns ja genau. Wer sagt denn, dass es tut, wenn wir Hexen sind? Ich meine, vielleicht... Nein, sicher nicht. Ich lass mich von so einem Typen nicht in Angst und Schrecken versetzen. Wir zwei probieren jetzt diesen Ordnungszauber. Wir nehmen das in die Hand. Okay. Und bitte ruf den Benni an. Weil wenn nur mal sowas mit deinen Augen ist... Nein. Und er soll der Stadtkarten mitnehmen. Ja, ich sag's ihm. Was hast du jetzt wieder vor? Sei ruhig. Wie lange spielen wir denn das Spiel jetzt schon? Bring mich doch einfach gleich um. Ach, Ruhe jetzt, ich muss mich vorbereiten. Auf was denn? Im Namen des Allmächtigen vollziehen wir nun den Akt der Reinigung. Herr, ich werde nun dieser Hexe das Böse austreiben. Ich werde nun beginnen. Was ist bloß los mit dir? Hast du zu viel Horrorfilm geschaut? Sollen wir es nochmal probieren? Ja. Spuren verwischt und nicht mehr hier, zeig den Weg zur Schwester mir. Geh, das gibt's nicht. Wie oft haben wir das jetzt probiert? 10 Mal. Das wird nichts. Verdammt. Es muss doch irgendeine Spur geben. Es kann auch nicht sein, dass der alle seine Spuren verwischt hat. Ja, anscheinend schon. Grüß euch. Hey. Hallo, Benni. Hallo. Und? Wie geht's? Ah, ja, ich war beim Sascha. Der ist immer noch vollkommen fertig. Verstehe. Und immer nichts rausgefunden. Nein. Nein, leider. Herr, ich bitte dich, schenk mir deine Kraft. Die Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Ja, passt schon. Weißt du was? Lass mich gehen und ich versprich dir, wir werden nie wieder zaubern. Du kannst nicht zaubern! Du bist kein Hex! Ja, so ja recht sein. Dann mach wenigstens die Fesseln ein bisschen lockerer, schon langsam dann weh. So funktioniert das nicht. Du weißt gleich nicht mehr, was du tust. Sei still. Schau dir an. Er will einen auf Teufelsaustreiber machen und hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Halt deinen Mund! Halt deinen verdammten Mund! Ich kenn Leute wie die. Feiglinge. Feiglinge, die andere für das verantwortlich machen, was sie selber verbockt haben. Ich hab gesagt, du sollst den scheiß Goschen holen. Du bist so lächerlich. Halt den Mund! Das gibt's doch nicht. Kennt ihr keinen Ordnungszauber oder sowas? Doch, aber es funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Was, wenn ihr die Amulette verwendet? Wieso? Naja, das haben wir doch noch verbunden, oder nicht? Stimmt! War das gut? Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Ich durfte Fernsehen, da sind nur mal was haben wir das Fernsehen natürlich. Ja, du gescheit warst, hast du wenigstens die Karten auch mitgenommen? Ja, sicher. Sehr gut. Dann machen wir es gleich mit dir. So. Spuren verwischt und nicht mehr hier, zeig den Weg zur Schwester mir. Thank you.
uns in der Stadt. Schaut so aus. Ja dann, fahren wir. Sollten wir nicht zur Polizei gehen? Da war das ein sinnvoller Fall. Was habt ihr mit euch an Polizei? Jetzt schauen wir erst einmal, ob es überhaupt dort ist. Fahren wir. Na gut. Schaust denn du jetzt so deppert? Deine Augen. Sie waren gerade schwarz. An dem Blödsinn. Und jetzt mach mich endlich los. Nenn mir deinen Namen, Dämon! Hallo? Bin die Elsa? Ich weiß nicht, was du immer mit dem Scheiß. Nenn mir deinen Namen, Dämon! Ich glaube, mir wird schlecht. Es funktioniert. Nenn mir deinen Namen, nenn mir deinen Namen. Nenn mir deinen Namen, Dämon. Nenn mir deinen Namen! Der Akt der Reinigung hat begonnen. So, ich glaube, da vorne müssen wir dann links. Das ist Alba. Das Navi sagt aber links. Ja, stimmt. Entschuldigung. Kannst du bitte nicht so scheiße fahren, Helena? Benni, wenn du mal fährst, nicht da, kannst du gerne aussteigen. Geh, okay. Jetzt übertreib nicht. So schnell müsst ihr nicht. Ah, hey, warte, da müssen wir aussehen. Pack dich da hin. Ja, passt. Also, es hat mir nicht besser, aber da soll der Typ mehr als verschleppen. Das fällt doch voll auf, oder nicht? Weißt du ja gar nicht, wie viel er schon verschleppt hat. Vielleicht war Julia die Erste. Ich meine, wenn es dunkel ist, kann ich mir das schon gut vorstellen. So arg, dass das keiner mitkriegt. Da wollen Wunder und Leid. Ja, die meisten Leute schauen halt eher weg, bevor sie irgendwas machen. Was ist das jetzt für eine Hausnummer? Wie soll man das bitte rausfinden? Ich weiß nicht, aber vielleicht spüre ich was. So wie damals. Ja, super. Spürst du schon irgendwas? Nein, so schnell geht das nicht. Möchtest du vielleicht außen gehen? Da, geh aus, dann spürst du vielleicht mehr. Und? Drüben kann was sein. Na, da bin ich jetzt gespannt. Da, oder was? Offen war. Sollen wir einfach anleiten? Wieso müsst ihr anleiten? Die Haustür ist offen. Oder möchtest du vielleicht alle einmal durchleiten und fragen, ob es wer eingesperrt hat? Ja, hast du das Pendel mitgenommen? Nein, du hast das in der Hand gehabt. Ja, super, Sarah. Ich meine, das war unsere Chance gewesen. Wir haben den Zauber auf sie bezogen. Das Pendel hätte sich ausgeschlagen. Immer bin ich schuld. Ja, eh bist du. Was tun wir jetzt? Was jetzt probierst, ob du wieder irgendwelche Schwingungen abfangen kannst oder so? Probieren kommt man's. Ja, probieren wir es. Wie fühlst du? Ist das der Scheiß Ernst? Was hast du bei uns ins Essen da? Ich hab da gar nichts ins Essen da. Dein Dämon rebelliert. Schlicht und einfach. Du bleibst mir über die Nacht da und dann sehen wir morgen, wie wir weiter tun. Aber. Mir geht's schon noch viel, viel besser. Also kann ich doch gehen. Nein, kannst nicht. Das Böse kehrt oft zurück. Du bleibst über die Nacht da und wir machen morgen auf alle Fälle weiter. Hey, jetzt pass mal auf. Entweder du lässt mich sofort gehen oder ich will. Oder was? Ich hab das schon einmal gesagt. Pass ein wenig mehr auf, wie du mit mir redst. Schließlich hast du mir jede Menge zu verdanken. Ich bin dir wirklich dankbar. Dank dir ist das Böse endlich weg. Nein, das Böse ist nicht weg. Das Böse lügt und trügt und holt sie immer wieder auf die gleiche Tour seine Opfer. Außerdem hat er mir noch nicht einmal seinen Namen gesagt. Also kann er noch gar nicht weg sein. Weißt du was, und du kannst mich jetzt langsam am Arsch lecken. Entweder du lässt mich sofort gehen, oder ich werde dir sagen, was ich wirklich drauf hab. Machst du mit deinen Augen zu und schlafst du noch ein bisschen. Gute Nacht.
Ich glaube, das ist... Ja, wie kriegen wir die Tür jetzt auf? Die Tür versperrt uns jenen Ort. Öffne sie mit diesem Wort. Wo hast denn du den Spruch bitte her? Das darfst du jetzt gern wissen. Ist das nicht Hausfriedensbruch? Nicht, wenn derjenige wen gefangen hat. Genau. Schaut ziemlich leer aus. Ja, aber wo sind die hin? Schauen wir es einmal. Ich hab's gefasst. Sie war alles nur Schein. Ich kann doch sowas gar nicht. Hallo? Lena, willst du nicht dann langsam ins Zeug kommen? Wir dürfen jetzt dann einmal schlafen. Ja, gleich. Ich muss unbedingt noch telefonieren. Haben wir uns nicht ausgemacht, dass die Handys an dem Wochenende nur fürs Filmen gedacht haben? Ja, ey. Was, ey? Jetzt tu weiter, komm. Ah, jetzt nervt's nicht. Wow. Was ist okay bei dir? Was tun wir jetzt? Weiß ich doch nicht. Weil da schaltet die Kamera aus. Nein, du hast deine Ahnung. Nein, ich glaube, mir wird schlecht. Boah, Lena, schau mal. Alter, ich call und ruf die Polizei an. Hey, Alter, wieso schreit sie so manant? Fuck, Alter. Fuck, was ist das? Und verdammt nochmal die Polizei an, hab ich gesagt. Ja, ich hab mein Handy im Zelt lassen. Wisst ihr, was das für... Oh, wisst ihr, was das auf YouTube bringt? Das sind Millionen von Klicks. Spielst du? Das ist ein Leichen, du Idiot. Schalt verdammt nochmal der scheiß Kamera und tu was! Fuck! Herr Leif, ich glaub, der atmet nur. Es ist mir wurscht! Ruf die Rettung oder die Polizei an oder sonst was, aber tu was! Hallo, hörst du mich? Hallo? Wie gibt's es, dass der noch lebt? Schau dir mal an, wie verbrennt der ist! Schau dir mal die Pappen, ich bin Ackerarzt! Mann, ich bin da weg, ich halte das gar nicht mehr aus! Was, willst du einfach liegen lassen oder was? Ja, das ist mir wurscht, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zum Tor haben! Ich ruf einfach die Polizei und verschwind da! Da. Fuck! Wo ist er hin? Hey, fuck, Leute, was tun wir? Er ist weg! Ich geh einmal zurück zum Zelt und schau, ob ich einen Empfang habe. Okay, schau, dass du einen Empfang hast. Komm, ich will einfach haben. Okay,
Ja, beruhigen Sie jetzt und dann gehen wir zurück zum Zelt. Wir sind sechs Stunden weg. Das heißt, wir müssen in 6 Stunden wieder zurückgehen. Das bringt jetzt nichts. Das ist mir scheißegal, ich bleib gar... Guten